Ja, warte, ich bin gerade mit dem Dach noch nicht allzu zufrieden. Doch, komm, warte, ich komm einfach eben mal. Kann ich nicht ins Wasser springen nirgends? Okay, dann gehe ich mal lieber den normalen Weg. Jetzt brauchen wir trotzdem noch ein Thema zum Quatschen. Das muss ist ja ein bisschen langweilig. Ja, ich muss jetzt sagen, dass ich auch jetzt ein bisschen. Ja, die neue Größe passt definitiv besser. Das ist jetzt um 2 Blöcke in jede Richtung erweitert habe. Ja. Ich hatte gerade einen kleinen Frame-Einbruch. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, hier einen Zaun rumzubauen, weil ich ein bisschen Schiss habe, wenn da einer von uns reinfällt. Dann sind wir ja mal mit. Soll es ausprobieren? Ich habe volle Herz und eine Rüstung an. Ja, aber 39 Level. 41 mittlerweile. Ach du Scheiße. Was soll das? Geronimo! Alter Finne! Bist du tot? Alter, nee. Finne. Nee, ich meine, dass ich ganz runterspringen. So bis. Auf die Ebene, wo ich bin, kannst du vom obersten Ende der Leiter runterspringen, ohne dass dir was passiert. Was? Warum denn? Halbes Herz. Halbes Herz. Alter. Das ist krass. Also, würde man ganz runterspringen, ist man tot. Das ist jetzt schon ein Todesfall für uns. Ja, einer von uns wird irgendwann reinfallen und der muss dem anderen dann einen Lutscher schenken. Nein, natürlich nicht. Können wir aber eigentlich nicht machen. Ich dachte gerade an ganz was anderes. Ja, an was denn? Na, an was wohl? Nicht jugendfreie Dinge, um es mal so zu sagen. Okay, also irgendwie ein Spiel ab 18 kaufen, ne? Was meintest du? Nee, weil du Lutscher gesagt hast, da dachte ich dann. Was oh, Gott, ey, oh Mann, man kann dir echt nichts von sich geben, oder dass vielleicht da pervers gedacht wird. Das ist so krass. Du pervers ausgesprochen. Ich hab's nur angesprochen. Nee, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts pervers wie Blasen oder. Weil Blasen ist ja nicht mal pervers. Oh ja, komm, lutsch mit Schwanz. Das ist vielleicht doch eher pervers. Nicht jugendfrei.tv. Also wir müssen gerade fahren, was ich hier baue. Ich baue gerade irgendwie, ich probiere gerade eine halbwegs schöne Brücke hier rüber über den Fluss zu bauen, damit man noch Holzhacken gehen kann. Okay, ohne ich sehe hier gerade ein kleines Problem. Die Etage hier muss bleiben. Ja, muss bleiben. Was kann man noch reden? Reden, Pupiden. Lass du dir mal ein Thema einfallen. Ja, ich überlege ja auch gerade. Ja, zum Thema YouTube, wir hatten das vorhin mal kurz angesprochen. Was mich jetzt mal interessieren würde, wo siehst du dich bei YouTube heute in, sagen wir jetzt mal, einem Jahr? Also, wenn ich ja noch YouTube mache, ich sage immer, wenn ich das noch mache, weil ich weiß es nicht, weil es kann ja irgendwas passieren. Aber wenn ich ja noch YouTube mache, dann sehe ich mich bei, ich glaube, um die 3000 Abonnenten. Ich habe es mir irgendwann ausgerechnet, wie viel ich im Jahr haben würde. Wenn du das jetzt abonnententechnisch meinst, wenn du das jetzt seelisch meinst, Alter, seelisch meinst, dann auf jeden Fall ziemlich glücklich. Weil ich finde, YouTube ist so ein Hobby, was eigentlich mein Lieblingshobby geworden ist in meinem Leben bis jetzt. Kann ich schon nach einem halben Jahr eigentlich schon beurteilen, weil es eigentlich richtig viel Spaß macht. Macht's auch, vor allem darauf muss ich sagen, ich bin mittlerweile einfach nicht mehr der Solo-Mensch, was YouTube betrifft, sondern einfach mehr der Gemeinschaftsrede. Das wünsche ich immer, das auch, dass ich Gemeinschaftspartner wie dich habe, was das Aufnehmen betrifft. Und ganz ehrlich, mir ist es nach wie vor eine Ehre, mit dir aufzunehmen. Es macht einfach Riesenspaß und ich hoffe, dass diese Freundschaft, Partnerschaft, Bekanntschaft, nenn es wie du willst, noch für lange Zeit anhält. Ja, hoffe ich natürlich auch. Vielleicht auch mal irgendwann persönlich, also mit Kennenlernen und so. Wäre gar nicht mal so unrealistisch, da ich hab's ja schon mal erwähnt. Gar nichts, ey. Ich hab's hier gegenüber schon mal erwähnt. Ich plane nämlich im Winter in deine Richtung zu fahren. Ja, Richtung Stuttgart meinst du, ne? Ich wollte jetzt gerade keine Stadt aussprechen. Ja, mein Gott, ey, meine Heimatstadt kann man. Stadt kann man ja. Nee, ich wollte schon mal aus einem anderen Grund schon mal nach Stuttgart, jetzt nicht wie neben VfB. Stimmt, der spielt ja auch noch. Da ist ein Zombie. Fußball ist ja gar nicht meins, also ich verfolge echt, also Fußball aus der Weltmeisterschaft. Da ist ein Zombie!
Ja. Hallo, Schätzchen! Aufs Maul, aufs Maul! Oh, okay. Der Zombie will aufs Maul. So, ich bin immer schön für Realismus zu haben, deswegen muss ich diesen Holzstab noch bis ganz nach unten ziehen. So, diese Plattform hier lasse ich jetzt erstmal noch so, wie sie ist. Na, hier kann man schon, hier kann man runterhüpfen. Nee, aber was jetzt YouTube betrifft, wie man sich jetzt in ein, zwei Jahren sieht, also, was schon fest ist, am Tag unserer Aufnahme läuft bereits schon die Gamescom in Köln. Wir können leider aus persönlichen Gründen nicht hin, aber wir haben uns was, wir meine ich jetzt den Razer und mich, wir haben uns vorgenommen, dass wir 2015 gemeinsam auf die Gamescom fahren. Ja. Wahrscheinlich uns auch noch ein Hotelzimmer teilen. Ah. So, ja, natürlich. Nee, das mit dem Hotel, Hotelfenster ist ja schon, das mit dem Hotelzimmer ist jetzt nicht mal falsch zu verstehen, sondern ernst gemeint. Ja. Weil ich jetzt nämlich schaue, weil wenn du kurz vor knapp für die Gamescom buchen willst, ist es ja teuer. Ich will das so früh wie möglich reinbuchen. Sobald ich weiß, wann die Termine feststehen, sobald man schon buchen kann, dass ich dann in der Nähe der Messe Köln ein Hotel bekomme, günstig, am besten ein Doppelzimmer. Wenn ich dann, ja, ich denke mal, einer von uns beiden muss dann wahrscheinlich eine Vorauskasse zahlen und der andere zahlt einfach dann die seine Hälfte dann hinterher. Ja. Und werde auch schauen, dass ich, und ich werde auch schauen, dass ich dann die Karten für alle Tage, wirklich für alle Tage schon bekomme. Das heißt, dann ist es nämlich sehr günstig, ich habe alle Karten und man kann nur noch sagen, okay, gut, an dem Tag macht man bei dem und dem Stand jetzt ein, macht man jetzt an dem und dem Tag, bei dem und dem Stand dann ein kleines Zuschauertreffen, wenn ihr Bock drauf habt. Also, es gibt auch dann mal die Möglichkeit, spätestens bei der Gamescom 2015, was leider erst in einem Jahr ist, gibt es eine Möglichkeit, den Razer und mich persönlich zu treffen. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon. Also, falls man natürlich eine große Community hat, ich glaube, bei 500 Abonnenten kommt keiner. Das ist ja, aber wenn man auf jeden Fall ein bisschen größere Community hat, dann kann man das auf jeden Fall mal einrichten. Ich sag mal so, in einem Jahr, wenn Gamescom ist und jetzt fleißig weitermachen, haben wir beide bestimmt 2.000-3.000 Abonnenten. Ja. Aber ich glaube selbst dann nicht. Aber weißt du, man weiß ja nie, vielleicht kommt ja immer ein Video raus, was alle gut finden. Zum Beispiel Razer ist mal wieder dämlich oder so eine Scheiße. weißt du? Nee, zum Thema Razer ist dämlich. Nee, ich hatte mir. Zum Thema Razer ist dämlich. Der ist ein Zombie. Den nenne ich jetzt Razer. Habe ich auch einen Namen? Wobei, nee, für einen Zombie nicht. Die ist mir da zu, ein bisschen zu wertvoll. Was ist denn da? Der ist nackig! FKK-Zombie! Der hat nur eine Unterhose an! Aufs Maul! Hier kommt. Die Brücke gefällt mir gar nicht. Die muss ich unbedingt mal das Geländer. Da muss ich ein bisschen anmachen. Hier kommt, nimm die Fackel! Ja, auf jeden Fall gehen wir nächstes Jahr geplant auf die Gamescom, auf die Gammel kommen. Es kann jetzt lustig werden. Razer muss ins Bett. Ja, wait a minute. Wo wir dann auch ein paar Sachen halt, wo wir dann auch ein Community-Treffen eventuell machen. Denn ich meine, zu irgendwo in der Stadt ist ein Community-Treffen zu vereinbaren, ist ein bisschen blöd. Im Rahmen der Gamescom ist es einfach möglich und da ist es möglich. Das ist kein Problem, da kann man gerne mal sagen, ja, wisst ihr was, kommt her, wir sind an dem Tag da und da und oder wir schauen das mal, oder werden versuchen, dass wir dann da hinkommen und dann halt dementsprechend natürlich halt dann ein Treffen vereinbaren. Also bis zum Zeitpunkt ausmachen, indem ihr dann Fotos und Autogramme holen könnt. Ja, okay, ja. Das war Rülpsen. Na klar. Ja. Irgendwie gefällt mir die Brücke nicht, aber gut, sehr viel den Zweck. So. Es das ist auch der Teil bald ausgehoben. Alter, bei mir gehen ja gerade Spitzhacken drauf ohne Ende. Schau mal eben, was der Yamato macht. Ah, schon die nächste hin. Ich habe einen Spitzhacken verbraucht, das ist ja Wahnsinn, wie hier wie in dem Ausgraben. Ah, da ist er, ja. Kannst du oben beim Portal bitte eine neue Doppelkiste hinstellen? Ja, das kann ich machen. Das. Och, sehr lieb von dir, danke dir. Oh, bitte. So,
Aber ich weiß gar nicht, gibt es in Köln um die Gamescom billige Hotels? Weil ich meine, die wollen ja eigentlich auch ihren Teil dazu verdienen. Wenn du früh genug buchst, nennt sich dann Frühbucher. Das heißt, sagen sie, ja, da kommt es um die Zeit, in dem und dem Zeitraum bucht sich da das Hotel. Dann sagen wir so, anstatt dass du für ein Hotel und statt, dass du 300 Euro pro Nacht zahlst, vielleicht nur 100 Euro zahlst. Also es zahlt, also es gibt dann wirklich, je früher du buchst, desto billiger sind die Hotels. Ja. Scheiße, jetzt habe ich einen Tipp verraten. Oh nein, jetzt werden unsere zahlreichen Zuschauer alle buchen, genau, um uns die Zimmer wegzunehmen. Am besten ist ja noch, wenn wir verraten, in welchem Hotel wir sein würden. Also wenn wir jetzt alle so um die Millionen Abonnenten hätten, wir würden verraten, in welchem Hotel wir buchen würden. Das Hotel hätte jetzt sehr viel mehr Kundschaft, glaube ich. das nicht, aber... Oh, ich habe hier noch bemooste Kabel. Mir gefällt diese Ecke hier nicht. Wir haben 62 bemooste Kabel. Ich habe eine bessere Idee. Ja, das ist doch cool, da kann man sich irgendwas draus bauen. So, was ich jetzt tun werde, sind die nächsten Preisdeck Kabel cleanen, also brennen. Ich weiß, da muss noch Kohle rein. Das da rein. Da rein. Ja, Marto wieder mal extra dämlich. Ja. So, da zwei, da zwei. Seid ihr doch da zwei. Nix, Nerv. Ich bin Kohle, ich bin Scheiße. Alter Finne. Dann muss ich gleich mal sagen, wenn ich mich so verhält, dann kann man mit der Kohle nicht mehr zusammenarbeiten. Ich ohne Freche. Ich gehe mal gar nicht mehr und so. Katastrophe, 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 Katastrophe. Ja, schlimm. Naja, naja, also, ich muss jetzt sagen, das, was ich alles erlebt habe, naja, geh mal gar nicht hier, ne, ne. So, wo war ich denn geblieben? Alter. Ja, eine kleine Comedy-Anlage, darf auch mal sagen, ja. Vor allem bin ich mal gespannt, was für Spiel jetzt noch dieses Jahr auf der Gamescom Stuhl hängt wieder fest am Tisch. Was ist ja, ich hoffe, ich schmeiß mein Mikrofon nicht um. Was dieses Jahr noch auf der Gamescom alles enthüllt wird. Oder was enthüllt wurde, muss man schon sagen. Ja, da komme ich eigentlich noch relativ gut mit, nur ich vergesse es halt wieder sofort. Nee, ich meine, enthüllt wurde, denn wenn dieses Video rauskommt, so, ist ja. Die Gamescom ja schon wieder vorbei. Ich denke hier so weit. Boah, warte mal, wie weit haben wir jetzt eigentlich aufgenommen? Jetzt eine Woche, wir haben jetzt bis nächste Woche. Dann haben wir heute Mittag, nee, wir hatten gestern noch zwei Folgen. Dann ist dann bis nächste Woche Freitag. Dann haben wir Razer, ja. Hör auf zu zählen. Wir nehmen jetzt einfach so lange auf, wie es uns noch Spaß macht. Denn wir haben Zeit, wir haben Lust, wir haben Laune. Und ganz ehrlich, was soll uns diese Laune vermiesen? Ich schaue jetzt mal, wie lange die Aufnahme läuft. Doch ganz ehrlich, es ist mir eigentlich im Grunde schon scheißegal. Nee, ohne Witz, mir auch. Mir ist eigentlich egal, wie lange wir aufnehmen. Wir können auch gerne über die vier Wochen, die wir jetzt im Voraus, glaube ich, sogar schon fast aufnehmen müssen, rausaufnehmen. Das ist mir völlig egal. Ja, Vorausaufnahme, das ist ein Stichwort, denn der Razer wird längere Zeit im Urlaub sein, deswegen machen wir hier gerade einen Aufnahmemarathon. Wir haben uns für bestimmte Tage bestimmte Ziele gesetzt und sobald ein Schwung durchgerendert ist, kommt dann schon die nächste Aufnahmesession und das machen wir nicht, weil uns langweilig ist, doch unter anderem, aber das machen wir euch zuliebe, damit das, wenn der Razer im Urlaub ist, er sich keinen Stress machen muss, die Folgen kommen und ihr genügend zum Schauen habt. Genau, damit ihr genügend zum Schauen habt, wenn ich mich da in Ägypten gut gehen lassen tue. Mein Gott, ich meine, Deutsch ist wieder grandios. Und jetzt fällt mir nochmal eine Sache ein, und zwar externe Mikrofone zum Aufnehmen bei Let's Plays. Dabei meine ich jetzt unter anderem auch meine Rode NT1A, das ich auch halt schon seit längerer Zeit habe. Bin glücklich damit. Bereue den Kauf in keinster Art und Weise. Und ich wurde mal darauf angesprochen, wie viel ich denn dafür gezahlt hätte und wie ich zufrieden ich damit bin. Ich muss sagen, am Tag der Aufnahme ist das Rode erst den zweiten Tag bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so muss ich sagen, bin ich mit dem Mikro sehr zufrieden. Ich bin mit dem Mikro absolut zufrieden. Ich habe mir nämlich Eisen gekauft. Genau, du hast ja Eisen gekauft. Das klar, ich habe mir nicht Eisen gekauft, sondern ich habe mir das Rode geholt im Creative Bundle. Da ist ein 6 Meter XLR-Kabel mit dabei, das Rode selbst und eine Spinne mit integriertem Popschutz. Das darf man sich so vorstellen, dass da an der Spinne eine eigene Halterung ist, nur für den Popschutz. Pop.
Poppengesang nee, und so muss ich sagen, es ist eine Top-Qualität. Und dann habe ich mir noch ein Dings mit dazu geholt, einen neuen Mikrofonarm. Dachte mir, den Luxus gönne ich mir jetzt einfach mal. Wenn ich schon mit dabei bin, warum nicht gleich mit dazu bestellen? Und ja, und so muss ich sagen, bin ich mit dem Mikro sehr zufrieden. Ich kann es absolut nur weiterempfehlen. Das Mischpult ist ein Behringer Xenix 302. Man muss sich natürlich noch sein eigenes Setup abmischen. Vor allem muss man herausfinden, wie laut man es beim Mischpult als Lautstärke für Mikro dreht. Man hat Kontrollanzeigen, wer man aufnimmt und etc. pp. Also wenn man laut genug reinredet, dann sind da zwei LEDs. Klar, es gibt bessere Mikro, sage ich jetzt mal, aber ich habe eigentlich Mikros. Ich meine jetzt nicht bessere Mikros, sondern bessere Mischpulte, aber ganz ehrlich, ich werde mir sowieso die Tage in dem umsehen, ob ich mir nicht nochmal ein neues hole. Hat ein paar Gründe. Aber so muss ich sagen, das Rode an sich, ich bin damit absolut zufrieden, habe mir dann nochmal einen neuen Mikrofon angeholt, den ich lustigerweise, und das wusste ich vorher beim Kauf nicht, sogar am Tisch montieren kann, sprich festschrauben kann, durch den Mikrofonarm oder das Mikrofonarm selbst nicht wirklich fortbewegt werden kann, das Rode einen stabilen Stand hat und ich so in Ruhe aufnehmen kann. Ein nettes Gimmick bei dem Mikrofonarm ist, das XLR-Kabel ist da bereits eingearbeitet. Schraubst du es an deinem Tisch fest oder ist da irgendwie so ein du hast ja einen Lochentisch? Es sind drei Schrauben, mit denen ich es festgemacht habe. Außerdem gibt es ja nochmal, ich weiß nicht, ob du kennst, diese Schraubzwingen oder Schraubklemmen. Nee. Ist auch mit dabei als alternative Lösung zum Montieren des Mikrofonarms und so muss ich sagen, bin ich jetzt absolut zufrieden mit meinem Kauf. Mato, können wir gleich weiterreden, weil ich glaube nämlich, entweder ist meine Platte voll oder ich habe gerade wieder massive Frame. Also, dass wir jetzt kurz mal einen Aufnahmestopp machen, Aufnahmepause. Gut, dann beenden wir jetzt mal kurz hier diese Unterhaltung und sehen uns dann in der nächsten Aufnahmerunde. Jo, bis dahin. Tschüss. Tschüss.